Hallo und herzlich willkommen zum Testcheck dieser Ausgabe. Diesmal wieder mit euren Lieblingsredakteuren Henry und mir. Du bist nicht mein Lieblingsredakteur, warum erzählst du sowas? Ja, du bist ja auch nicht mein, aber vielleicht mögen die Leser uns wenigstens ein bisschen. Im Leben nicht. Wir sind auf alle Fälle jetzt hier auf dieser wunderschönen Insel und spielen Tennis. Ganz genau, um noch genauer zu sein, Everybody's Tennis für die PlayStation 2. Ist es dann, sieht so bunt und comic-mäßig aus? Spaß ja. Oder Simulation? Genau dazwischen. Der Style ist halt eher so Anime-mäßig und das Spiel ist auch sehr, sehr leicht zugänglich, hat eine sehr simple Steuerung, aber wenn man es länger spielt, merkt man, dass da durchaus genug Variantenreichtum drin ist, um auch Profis bei der Stange zu halten. Tja, bei der Stange müssen wir jetzt auch ein bisschen bleiben, denn wir zeigen euch heute tatsächlich die Spiele alle ein bisschen länger. Der Grund dafür ist, wir haben Platz, denn im Testcheck diesmal gibt es nur schlaffe 5 Titel. Ja, siehst du, das kommt davon. Ich habe die Industrie 2 Jahre lang so übel vollgemeckert, dass sie sich jetzt einfach nicht mehr trauen, Mist rauszugeben. Ja, hoffen wir mal, dass die 5 Spiele in diesem Testcheck zumindest dann kein Mist sind. Aber das wird sich zeigen. Also Everybody's Tennis ist auf jeden Fall kein Mist. Ihr dürft euch einen namenlosen Tennisspieler aussuchen und müsst euch natürlich von Platz 0 auf Platz 1 der Weltrangliste vorarbeiten. Das tut ihr, indem ihr halt verschiedene Matches gewinnt oder in diversen Minispielchen, die man in Virtua Tennis auch schon gesehen hat, antretet, um eure Charakterwerte zu verbessern. Ja, hier seht ihr jetzt eins dieser klassischen Minispiele. Es gilt, den Ball in eine bestimmte Zone zurückzuloppen. Sowas kennen wir natürlich alle schon als Virtua Tennis, ne, wa? Ja, dezent, da sieht's besser aus, aber... Hey, für die PS2 nicht schlecht. Ja. Also mir gefällt's ganz gut optisch. Leider hat das Ding keinen Online-Multiplayer-Modus, dafür kannst du es aber mit bis zu 3 Mitspielern per Multitap an einer Konsole zocken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß hatte ich auch beim Anspielen von dem hier, das ist Demon Chaos. Wow. Ja, vielleicht mal als Hintergrundinfo, das Ding kommt von Konami, also der Firma, die uns echte Perlen wie Metal Gear Solid gebracht hat. Oder und Seven Blades, falls sich jemand dran erinnert. Und Pro Evolution Soccer und eben auch hier Demon Chaos. Und sagen wir mal so, sie hätten es lieber nicht getan. Das Ganze ist ein, klar... Chaos. Chaos, in erster Linie Camera Chaos, nicht wahr? Man metzelt sich hier durch Horden. Moment, metzel ich mich noch durch die eigenen Mannschaften, denn beim Anspielen habe ich tatsächlich Probleme gehabt, mal rauszufinden, wer jetzt überhaupt der Feind ist. Das kann ich mir vorstellen. In erster Linie scheint der Feind die Flimmeroptik zu sein. Die ist tatsächlich ziemlich übel. Mit der Zeit gewohnt man sich aber dran und dann hat man sogar eine komische Art von perversem Spaß an diesem Spiel, aber die hält leider nicht lange vor. So, da vorne ist die roten Horden, das sind nur wirklich die Dämonen. Und da metzel ich jetzt mal rein mit normalen Schwertschlag, kann auch Special Moves entfesseln und kann vor allem, das ist ganz toll, ein bisschen zaubern und zum Beispiel heilende Säulen errichten oder auch feuerspuckende Säulen, die dann irgendwelche Tore eindreschen. Das hört sich aber alles leider viel besser an, als es eigentlich ist. Sieht ein bisschen aus wie Samurai, Warriors, Dynasty, Warriors, whatever. In schlecht. Achso. Ja. Na, immerhin muss man wirklich zugestehen, die Effekte sind schön und es geht auch ein bisschen was auf dem Bildschirm ab. Ja, so viel, dass du bald nicht mehr siehst, was denn überhaupt abgeht und du einfach nur auf die Tasten drauf haust und hoffst... 300! Für Sparta, ja. Und hoffst, dass irgendwas kaputt geht. Aber da ist halt einfach die Luft dann sehr schnell raus und ich weiß nicht, warum ich das spielen sollte, wo ich doch die Dynasty Warriors Dinger habe, die ehrlich gesagt wesentlich besser sind. Okay, jetzt mal, wollen wir mal Schlechtes mit Schlechtem vergleichen. Ist es noch übler als 99 Knights? Bei 99 Knights hast du immerhin diesen Technikaspekt, der noch irgendwie schön macht. Und der fehlt hier halt auch, flimmern. Naja, aber guck mal, da spritzt so grüne Suppe und so auf den Bildschirm. Ja, wenn ich grüne Suppe will, dann gehe ich zu meiner Oma zur Erbsensuppe essen und nicht hier zum Spielen. Also Demon Chaos muss man nicht haben. Kein Liebesplatz für Konami. Weg damit! Und da ist auch schon die nächste Perle, oder Henry? Ja, jetzt mal was zum Thema Hintergrundgeschichten, die Welt nicht braucht. In Final Armada, das ihr hier gerade für die PlayStation 2 seht, greift eine außerirdische Rasse namens Orax oder Thorax oder Oropax, wie auch immer, die Kolonie Tarot 459 an, um alles platt zu machen. Natürlich haben die Bösewichte dabei die Rechnung ohne euch gemacht. Ihr müsst euch da hinter Steuer dieses Fahrzeugs namens Aggressor klemmen und die Aliens zurück nach Hause schicken. Das Ding, das da fliegt, Feind oder Freund?
Das ist Freund, das ist ein Kumpel, den könnt ihr im Notfall dazu holen. Der ballert dann auch noch auf die Aliens. Im Normalfall braucht man das eigentlich nicht, weil das Zielsystem so gut funktioniert, dass außer auf den Feuerknopf dreschen eigentlich nichts von euch gefordert wird. Ich merk's gerade, du stehst ja einfach rum, es richtet sich automatisch aus, Knöpfchen drücken, gut. Ja, das ist wegen Langeweile und ich habe, um meine Augen zu schützen, beim Aufnehmen den Fernseher ausgemacht. Aber siehst du, es funktioniert. Perfekt. Ein Spiel mit Autopilot. Ja, sozusagen. Wann hat man das schon? Nee, aber mal im Ernst, das Ding kostet zwar nur 30 Euro. Die optische Brillanz seht ihr ja selber. Ich würde sagen, Finger weg oder Augenbluten. Soll heißen, kauft es nicht. Ist halt schade um die Idee mit diesem Buggy, der sich zu einem Panzer verwandeln kann und so, ne? Ja, das hat es ja noch nie gegeben in der Geschichte der Videospiele. Ja, was denn? Ich bin um alles froh, wenn ich das hier so sehe. Na egal, weiter zum nächsten. Ja. Das hier ist jetzt Avatar, die Umsetzung einer Fernsehzeichentrickserie. Die kommt für alle möglichen Plattformen. Das hier ist die PS2-Version und das Ganze ist ein Action-Rollenspiel. Vielleicht so am ersten im Stil von, weiß nicht, Baldur's Gate, Dark Alliance, so in die Richtung. Ja, aber irgendwie haben sie wohl die Snowblind Engine nicht lizenziert, wenn ich mir das Ganze so angucke. Naja, sagen wir mal so, so passt es halt zum Look der Vorlage. Dieses Zeichentrickmäßige kommt hier ja ganz gut rüber. Das Ganze ist eher simpel gestrickt, es gibt also keine komplizierte Charakterverwaltung. Der Rollenspielanteil ist nicht so wirklich groß, dafür sind aber auch die Kämpfe nicht so richtig ausgefeilt. Das Ganze ist halt wirklich deutlich auf jüngere Spieler ausgelegt. Aber mein Gott, ist ja auch nicht schlimm. Aber sieht schlimm aus. Gut, nochmal, dann versuch das mal. Es erhält den Look des Originals und deshalb finde ich es eigentlich ganz okay. Konzentration, Markus, Konzentration. Ich konzentriere mich immer, wie du weißt, und kann hier diesen tollen Reaktionstest bestehen. Ohne den kommt ja wohl kein Spiel mehr aus heutzutage. Wie so oft warst du mal wieder zu schnell, hä? Ja, so ein bisschen halt. Immer vorne dran, Henry. Ja. Huh. Als Avatar mache ich sowas. So, und jetzt gehen wir los und besorg Lampenöl vom Fischer. Das war klasse. Naja, gut, ich meine, wenn man auf die Vorlage steht, irgendwann habe ich mal einen Jingle dazu im Kinderprogramm gesehen, glaube ich, mag das wohl ganz nett sein. Ich bin immer gnädig zu Kinderspielen, denn ich denke mal, mein Gott, als ich jung war, hätte ich sowas vielleicht ganz gern gehabt. Ne? Ich brauche mehr Chi. Ja, für dich, alten Sack, ist es natürlich nichts. Du bist schon älter als ich, darf ich dich dran erinnern? So viel ist es nicht, mein Freund. Doch, stimmt, ja, als ich jung war, hätte ich sowas auch gern gehabt, weil es früher solche grafischen Dinge einfach. Wo wir gerade von grafischen Granaten reden. Hier ist Freak Out. Das ist ein Spiel von dem schwedischen Team und es sind nicht viele, die Jungs. Und ich bin ja immer geneigt bei kleinen Teams, ein bisschen nachsichtig zu sein, zu sagen, ja okay, die haben halt nicht die Mittel von EA und die können nicht so Geld reinstecken in die Entwicklung, aber das hier, Jungs, dann hättet ihr euch lieber mal nach einem anderen Job umgeschaut, denn als Entwickler lieber nicht. Das Ding ist ja klar ein Fun-Sportspiel, aber ohne Fun. Ja, ich sehe schon, es ruckelt und wie üblich kriegst du es auch nicht hin. Naja, Moment ja mal, jetzt erzähle ich dir mal was. Ich habe ja sämtliche SSX'e gespielt und spiele eigentlich Fun-Sport-Spiele sehr, sehr gerne. Aber die Steuerung von diesem Ding ist so verkorkst, dass du es einfach nicht hinkriegst. Gibt es da wenigstens auch Border oder kann man nur mit Ski fahren? Nur mit Ski, wobei Ski ist natürlich auch die Königsdisziplin, bekanntermaßen. aber es ist ja einfach uferlos. Ich kann hier ein bisschen gleiten, ein bisschen hüpfen, aber eine vernünftige Landung hinzukriegen ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich würde sogar sagen, Glückssache. Ne? Gibt es wenigstens Uber-Tricks? Es gibt jede Menge Tricks. Die sieht man jetzt hier nicht, weil es ein Abfahrtmodus ist, aber die gibt es natürlich. Es gibt auch einen lizenzierten Soundtrack, es gibt Sponsoren, es gibt alles, was du kennst aus Amped zum Beispiel. Mhm. Nur halt leider in schlecht. Und ich frage mich, wer dieses Spiel denn eigentlich noch braucht? Denn SSX hat, dem reicht's. Eben. Also Leute, kramt lieber SSX3 oder On Tour wieder raus, anstatt euch das Ding da rein zu prügeln. Weißt du was, Markus? Hier drin sind's 40 Grad, draußen auch. Wollen wir es lassen und in den Biergarten gehen? Jetzt, wo ich mich gerade so schön in Rage geredet habe. Aber du hast natürlich recht. Prost und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.